Moin Leute, willkommen zu World of Dust Gaming, eurem Channel für den freshesten Arena of Valor Content. Ich habe euch ja schon im letzten Video versprochen, dass wir uns vom aktuellen Patch, der am 12. Mai erschienen ist, die Helden besonders detailliert angucken, die eine umfangreiche Änderung, ein umfangreicheres Rework erhalten haben. Wir haben jetzt gerade schon Joker gesehen, guckt das gerne an, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, da hat sich auch einiges geändert und heute ist Annette dran. Annette habe ich jetzt zum dritten Ranked Game geführt, wie ihr sehen könnt, ich bin aktuell noch in der Promo, habe 3 von 7 Matches gespielt. Es ist eine ganz gute Streak geworden und ich habe mir gedacht, naja, da Annette geändert wurde, können wir sie ja auch direkt mal ins kalte Wasser werfen und in einer kompetitiven Situation antesten. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Spiel dabei rausgekommen. Brunhilda-Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Für die heißt es jetzt dranbleiben. Ich bin mit Brunhilda auf der Duo-Lane und wir sind ganz gut unterwegs dort. Insbesondere Brunhilda macht einen sehr, sehr guten Job. Also zieht euch das auf jeden Fall auch rein, wenn ihr Brunhilda nochmal in Action sehen wollt. Und ansonsten, ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich ein Video machen werde, wo ich ganz grundlegend über die Änderungen des Patches spreche. Da werde ich einmal über die Helden sprechen. Ich habe ja schon gesagt, Joker, Scott, Annette, Chi sind so die Main-Helden, die Änderungen bekommen haben. Dazu dann auch noch bei Isha ein bisschen was. Rictor hat irgendwelche Änderungen bekommen, die grafischer Natur sind, damit man besser sieht, auf welchem Untergrund er gerade gelaufen ist. Aber das ist alles Gegenstand eines späteren Videos, was ich noch machen werde. Auf Deutsch erstmal, wenn ihr es auf Englisch haben wollt, schreibt das auch noch gerne in die Kommentare unten rein. Und ich habe gesagt, wir gucken uns Annette an und da in aller Kürze, weil ich eben nicht das Futter für das andere Video vorwegnehmen möchte. Sie haben einiges besser gemacht, sie haben auch andere Sachen wieder schlechter gemacht, sodass ich glaube, ein ganz guter Mix bei rausgekommen ist. Wir haben beispielsweise auf der ersten Ability einen kürzeren Cooldown. Wir haben auf der zweiten Fähigkeit eine Erhöhung der Schildkapazitäten, also euer Schild bekommt jetzt quasi noch mehr Punkte gut geschrieben. Eure Ultimate ist insgesamt etwas abgeschwächt worden, was den Radius, den Wirkradius, den Castradius und so weiter und so fort angeht, aber ihr habt beispielsweise jetzt die Möglichkeit, auch wenn die Ult weniger Schaden macht, die Ult, wenn ihr nah an einem Verbündeten seid, das Ganze zweimal zu casten. Also es ist ein ganz grundes Paket geworden und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich in einem aktuellen Gameplay an, weil da kann man natürlich dann direkt im Game sehen, wie sich das Ganze aufs Spiel auswirkt. So, ich würde sagen, wir schauen uns einmal nochmal ganz kurz mein Bild an, was ich mitgebracht habe. Es ist ein Standard-Support-Bild für einen Mage-lastigen Charakter. Wie ihr sehen könnt, gehen wir hier eigentlich auf Full Utility, also wir haben sehr viele Rüstungs-Items dabei. Tome of the Reaper, um die allgegenwärtige Heal-Situation etwas unter Kontrolle zu bekommen. Support-Item ist hier noch Halo eingestellt, werde ich aber nicht nutzen. Ich nutze was anderes, das solltet ihr auch immer situativ an die aktuelle Situation anpassen, wer der Gegner denn gerade ist. Aegis und Gaia's Standarte sind eigentlich so ziemlich Standard, also irgendwas gegen magische Attacken sollte man dabei haben. Aegis ist auf Supports eh immer super stark, auch wenn sich der Effekt von Shield of the Lost mittlerweile damit gedreht hat. Also die haben ihre Effekte geändert und Blade of Eternity dabei, falls man in die Verlegenheit kommt, auch noch das letzte Item auszubauen. Arcana-mäßig habe ich mit ihr wie auch mit Alice immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich habe quasi von der Schadenswerten her keinen Impact aufs Spiel, deswegen gehen wir hier auf Full Mage Damage, bedeutet, wir bekommen insgesamt 90 Ability Power, 24 Magic, PS Magic, Lifesteal und Cooldown Reduction, wie es auch schon am Rand steht. Magic Lifesteal ist natürlich immer ganz nett, um ein bisschen länger auf der Lane bleiben zu können mit eurem AD Carry. Und Cooldown Reduction 7% ist auch immer eine ganz gute Sache, um gerade schon am Anfang auch direkt etwas kürzer zu brauchen, um die Spells häufiger zu wirken. Wie kommt das Ganze zustande? Das schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. 10x Violate, immer Stufe 3, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist einfach besser als Stufe 2 und Stufe 1, ganz logischerweise. Die Bauer haben wir jetzt auch auf Stufe 3 10x dabei und dann haben wir auch noch Hex dabei. Also jetzt auch, klingt so, als hätte ich das vorher nicht gehabt, aber das sind so die drei Sachen. Und bei unseren Enchantments gehen wir auch nochmal voll auf das ganze Thema Utility, Unterstützung von dem, was unser Charakter sowieso schon kann und was wir haben wollen. Das heißt, wir haben hier auch nochmal einen Crowd-Control-Effekt mit dem Forest Wanderer drauf, wenn wir hier mit einer Normal Attack treffen. Regrowth dabei, um unsere Schildkapazität noch etwas weiter zu erhöhen, plus hier das Bush-Ding, um noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Und dann haben wir noch dabei Enhanced Restore und das Verschlingen, weil das nämlich etwas ist, was uns auch länger im Spiel hält. Wir bekommen nach jedem Assist oder Kill auch noch Mana und Lebenregeneration. Also von daher eine ganz gute Sache, um
lang am Leben zu bleiben. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, wenn ich mich da noch recht an das Spiel erinnere. So, dann bleibt mir noch mein Aufruf. Wenn ihr solche Videos gerne seht und ihr Bock habt, einen Kanal zu unterstützen, dann lasst doch auf jeden Fall ein Abo da. Darüber freue ich mich sehr, wie auch über jedes Like und jeden Kommentar. Also, wenn ihr Ergänzungen habt oder andere Informationen, euch ein bestimmtes Video wünscht, einen bestimmten Charakter wünscht, ein bestimmtes Bild wünscht, dann nutzt gerne die Kommentarsektion unter diesem Video und schreibt einfach eure Gedanken rein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Gameplay. Wundervoll, da starten wir auch ins Spiel. Ich hoffe heute mal ohne technische Probleme, ansonsten die Tage sind gezählt, der neue Laptop ist gefühlt schon losgeschickt und ich gehe hier direkt auf Cleansing. Wir haben Diochan gegen uns, wir haben Valheim gegen uns, wir haben Poira gegen uns. Da möchte ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass Crowd-Control-Effekte nicht auf uns wirken, weshalb ich hier gleich auf dieses Item gehe. So, ich bin mit Brunhilda und zweimal dem Heal-Talent unten auf der Lane. Wir gucken ganz kurz in die Büsche, ob wir hier irgendwas finden. Und ich nagel hier ansonsten schon den ersten Spell daneben. Gehe hier offensiv rein. Ich habe gesagt, so Hälfte meiner Leben kann ich ungefähr erstmal ausgeben, bevor ich hier irgendwie was anderes machen muss und mich zurückziehen muss. Und wie ihr sehen könnt, wir traden erstmal. Ne? Bisschen erfolgreicher der Gegner gerade aktuell. Natürlich auch mit Poiras Heal Ability. Eine ganz blöde Geschichte, weil die sich quasi über Mana hochheilen kann und Mana konvertieren kann in Leben. Aber an sich erstmal ganz okay gemacht. 0-0 nach einer Minute ist ganz in Ordnung. Wir haben mal wieder einen Errol dabei auf der Duo-Lane, Solo-Lane. Wir haben mal wieder Diochan als Gegner gegen uns. Wir spielen mit einem Zephis zusammen. Dafür habe ich auch noch ein ganz cooles Video für euch. Das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Und ich habe hier mega Glück, dass ich nicht nur ein First Blood mit über den Hügel schiebe, sondern auch gleichzeitig noch überlebe. Also sehr glücklich gelaufen hier. Alle Talente sind mittlerweile halt auch gezündet, aber nichtsdestotrotz lief das doch sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist nämlich eine Butterfly am Start und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Poira schon mal in Verlegenheit gebracht. Ich habe mich hier angeboten als Bait und werde das auch nicht überleben, aber mein Team geht jetzt rein und versucht hier Butterfly rauszunehmen und leider prockt sie hier ein Schild, sodass wir sie nicht mehr bekommen, sonst wäre die Aktion sogar worth gewesen, jetzt unter dem Aspekt. Naja, also jetzt muss auf jeden Fall der Enemy Jungler zurück, das ist auf jeden Fall etwas, was ganz gut läuft, weil ihr seht jetzt auch schon, Zephis hat das ganz smart gemacht, taktisch sehr klug genutzt und geht jetzt hier direkt in den Abyssal Dragon. Ich sehe hier schon das erste kleine rote Ausrufezeichen. Okay, das heißt, es wird wieder ein bisschen laggen. Es tut mir leid, aber ich muss da jetzt einfach durch und ihr leider auch. Ich hoffe, dass die Scheiße bald besser wird und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich habe Videos, da ist plötzlich gar nichts. Dann gibt es wieder Videos, da ist irgendwas. Es soll technisch irgendwie an der Hardware liegen und naja, also es ist alles etwas suboptimal, würde ich mal sagen, dass hier Frame-Einbrüche beim Recorden, ne? Also ich streame ja jetzt nicht. Ich sitze vor meinem Laptop, hab ein Handy nebenher laufen, das liegt hier unten unter mir, sitze hier mit meinem Equipment hinter mir, der Greenscreen, ich lasse mich hier anleuchten und wir machen hier gerade einfach irgendwie eine nette Aufnahme und sind jetzt schon beim zweiten Balken. Also ich finde es mehr als bedenklich und hoffe wirklich, dass der neue Laptop da auch Abhilfe schafft und wir damit endlich dann auch mal reingehen können und dann auch irgendwie ein aktuell nettes Video haben. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall in der Situation etwas verkackt, kriegen aber hier noch einen Kill auf die hier ein Kill auf die Poira hin und schaffen hier auf jeden Fall ganz kurz den Ausgleich. Und wir sind sehr, sehr, sehr lang am Leben. Also das ist schon echt so eine Sache, wo ich sage, boah, das hat sehr, sehr, sehr gut geklappt. Klar, die Brunhilda spielt auch hier wirklich sehr gut mit. Das muss ich an der Stelle auch nochmal loswerden. Also das hat wirklich sehr, sehr, sehr gut geklappt, dass sie da alle Sachen so macht, wie ich es auch brauche. Hab jetzt hier leider das Problem, dass ich im Daze stehe, da einmal ganz kurz gefaced werde und dann bin ich auch raus. Aber ich würde sagen, wir haben an der Stelle unser Maximales gegeben. Auch wenn die Entscheidung, da reinzugehen, vielleicht jetzt nicht die ganz smarteste war. Da blöre ich sogar kurz, weil ich mich in Abscheu winde und wir direkt lieber wieder ins Spielgeschehen eingreifen und gucken, was hier passiert. 4-1-0 steht schon. Also Brunhilda hat hier einfach alle Kills abgezwackt, die es gibt. Ich habe jetzt erstmal an mich selbst gedacht und mir die Boots gekauft. Und wir sind ansonsten jetzt auch gleich auf der nächsten Itemschiene. Hier wollte ich mal ganz kurz den
das Vision-Ding snacken, hab's aber verkackt, etwas zu lang gebraucht, bis ich dann da war. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Annette gespielt habt mit diesem, mit dieser Ult, aber man ist immer so versucht, da reinzuhüpfen. Das ist wirklich, man sieht schon, ich hab's jetzt schon angetriggert. Ich bin schon so, die Finger jucken schon so ein bisschen. Ich bin schon so, oh, ich würde gern rein, ich würd gern draufhüpfen. Und dann kann Brunhilda dann in ihre Ult gehen und dann mache ich das nochmal. Und naja, hat jetzt nicht so ganz geklappt. Hier, das war irgendwie verkackt. Also, das war so richtig bad. Aber dadurch, dass der Wellhain mich immer wieder targetet, kommt halt hier Brunhilda auch zum Zuge bzw. zum Schuss und hat hier immerhin schon mal zwei Schuss reingelönst. Das war gar nicht so schlecht. Nur haben wir jetzt halt wieder das althergebrachte Poira-Problem. Jetzt ist hier schon der dritte Ausrufezeichen-Marker. Das ist schon echt einfach richtig scheiße. 72% erkannt, hat übersprungene Frames erkannt, bla bla bla. Einige Frames wurden nicht kodiert. Encoder-Einstellung reduzieren, Voreinstellung. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Wie oft ich die Settings schon durchgeguckt habe und durchgeguckt habe, was man alles einstellen kann und man kann einfach gar nichts einstellen. Schade, das war jetzt super blöde. Das hat richtig gar keinen Spaß gemacht und hier musste ich noch reingehen, um den Kill zu securen und wir kriegen sogar noch beide. Das war richtig stark gespielt von Brunhilda. Gut, dass sie da noch mitgezogen hat. Es gibt jetzt auch einen ganz, ganz kleinen, kurzen, cheesy Moment. Das tut mir dann leid, dass ihr das. Dass ihr das miterleben müsst. Und ich finde, das hat sie gut gemacht. Sie hat da auch gut den Ausgleich geschafft, hat den Turm noch genommen. Und ja, jetzt wird's ein bisschen romantisch gerade. ja, ich war da in so einem Moment. Es hat einfach Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuspielen. Und deswegen ist das jetzt auch ein bisschen entglitten. Aber es wird noch besser. Ich kann sagen, wer jetzt dachte so, wir haben jetzt hier irgendwie so zwei, drei Frame-Einbrüche schon gesehen. Nein, Leute, es wird noch besser. Es wird noch um einiges besser. Ich verspreche es. Ja. Es wird noch um einiges besser. 8 zu 5 steht es jetzt schon. Nichts, wovor man sich fürchten müsste, würde der Held der Steine sagen. Also definitiv etwas, wo man mitarbeiten kann. Wir hauen hier alle Spells raus. Das ist uns einerlei. Wir wollen nämlich hier jetzt in den Turm rein. Und da haben wir natürlich jetzt auch hier die beste Ausgangssituation. Brunhilda klopft schon wieder mit rein. So, und jetzt hier, bam, bam, bam. Ich versuche rauszuhüpfen, hab's geschafft. Hätte sogar noch mal eine zweite Ult. Jetzt dadurch, dass wir das Update haben, hier einmal kurz auf Heal gedrückt. Zack. Und das läuft gerade wie am Schnürchen. Nächster Tower, also der erste Middle Tower, ist auch gelegt worden. Nächsten Minions kommen schon. Und wir haben natürlich auch hier mit Mio und mit Azenka eine ganz gute Crowd-Control-Maschine. Da ist schon das nächste Ausrufezeichen-Ding. Es ist einfach so belastend, Leute. Ich weiß es auch nicht. Okay, ich habe eine 74-prozentige CPU-Auslastung, sehe ich gerade. Dann weiß ich jetzt aber auch, woran es liegt. Also, da kann ich dann sagen, wenn wirklich das der technische Fehler ist, dann haben wir da bald Abhilfe geschaffen. Ihr müsst noch eine Woche durchhalten, Leute. Ich auch. Wir müssen alle noch eine Woche durchhalten. Das kriegen wir jetzt aber auch noch rum. Das kriegen wir auch noch rum. Man hätte ja auch mal Geld spenden können für mich, finde ich. 1000 Euro für einen neuen Laptop direkt gespendet. Na naja, gut, manche Streamer machen das ja. Die kriegen ja durchaus so viel Geld hin. Da wäre das dann gar kein Problem. Das wäre dann Arbeitsmittel. Die könnten das sogar absetzen. Oder steuerlich geltend machen. Absetzen ist immer so ein komisches Wort. So, und jetzt Achtung, achtet drauf. Achtet einfach mal drauf, was hier gerade passiert. Triple Kill. Und? Wie geil ist das denn? Ist das nicht einfach wundervoll, bei einem Mega-Kill dabei zu sein? Das ist doch eine, das fühlt sich doch gut an. Das ist doch einfach eine geile Sache. Das tut mir jetzt total leid, dass ich das gemacht habe. Das mache ich normalerweise nicht. Ich hätte auch hier direkt konsequent auf Englisch umschalten sollen, weil. Aber das ist einfach, das war so cool einfach. Das hat sich so gut angefühlt. Das war so ein richtig smoothes Game. Wir haben uns irgendwie blind verstanden. Haben da auch einfach irgendwie total. Und dann in einem Ranked auch noch, wo du in der Promo bist, wo du eigentlich nur gewinnen willst, wo es dir auch egal ist, ob du die Gegner stompst oder nicht. 15-7. Das ist echt so eine Sache, wo ich gedacht habe, I don't care.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Und jetzt vielleicht, Brunhilda, wenn du das siehst, dann schreib doch gerne. Und auch nochmal auf Englisch, Brunhilda, if you are watching this and you see the recap of this video, please put something in the comments so that I know that you've got the video. That would be amazing. That mega kill was insane. So, weiter im Text. Hier wird einfach aufgeräumt. 17 zu 7. Ich glaube, wir haben hier auch mit 15 Assists und einem Kill einen sehr guten Anteil daran geleistet, dass das Game so geht, wie es gerade läuft. Natürlich werdet ihr jetzt wieder Sachen finden im Video, wo ihr sagt, ah, das hätte man noch besser machen können. Das ist auch völlig legitim. Aber ich war an der Stelle einfach nur happy. Hier nochmal ein Kill. 1-16. Also wir sind an 17 Kills gerade aktuell beteiligt, beziehungsweise haben 16, an 16 Kills sind wir beteiligt und haben einen selbst gemacht. Das ist schon eine sehr gute Quote. Aber klar, wir waren ja auch mit der Brunhilda die ganze Zeit zusammen und Brunhilda hat da eigentlich aufgeräumt. Ne? Also das muss man schon sagen. Gut, Errol ist halt auch klassisch unterlevelt. Alle Gegner sind etwas unterlevelt, aber gut, wir haben hier halt auch echt richtig hart reingesackt. Vierter tot hier noch. Ich habe mich nochmal ganz kurz reingeschmissen, damit mein Team hier einmal zünftig aufräumen kann. Wir stehen mit 4 Leuten vorm Tor, 13 Kills auf Brunhildas Nacken, 4 Kills bei Zephys und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Quote. 22 Kills sind es am Ende geworden und wir sind an 20 davon beteiligt. Das werden wir auch gleich in den Stats sehen. Das wird sich sehr gut lesen gleich. Seid gespannt. Und genau. Hier, Match completed. Ihr seht das hier wohl verdient mit 31,7% den MVP gestellt. Das war eine sehr saubere Nummer. Gold Medal für den Marksman auch noch. 13,15, 14,3, sehr sauber gemacht. Ich bin viertbester nur mit 1,419. Da waren ein, zwei Deaths zu viel dabei. Habe aber 26,1% des ganzen Damages getankt und bin an 90,9% aller Kills beteiligt und habe sogar noch mehr Damage gemacht als unser Jungler. Also, nette Geschichte. Mich hat sehr gefreut, das Video zu spielen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich auf euch morgen, nicht übermorgen wieder und schaut da rein. Schönen Sonntag noch. Macht's gut.